Mein Name ist, für die, die das heute Morgen schon gehört haben, Silvia Bast. Ich bin Keramikingenieurin und arbeite im Bereich der Kundenbetreuung im Innendienst bei Görg & Schneider im Bereich keramische Massen. Meine Kollegin Anna Wirth, hallo, wird diesen Vortrag, wie schon gesagt, begleiten und Ihre Fragen, wenn es sich nachher welche ergeben, aufschreiben und sammeln. Und wir werden die dann im Anschluss an den Vortrag beantworten. Bitte schalten Sie jetzt auf Bildschirmpräsentation um. Görg & Schneider stellt eine Vielzahl von keramischen Massen her. Dazu gehören auch die farbigen Massen, die ich Ihnen heute mit ihren spezifischen Eigenschaften, ihren Anwendungsbereichen, Gemeinsamkeiten und Unterschieden gerne vorstellen möchte. Wir unterscheiden im Prinzip drei Gruppen von farbigen Massen. Das eine sind die roten Massen. Und bei den roten Massen gibt es sowohl unschamottierte als auch schamottierte Qualitäten. Und je höher der Schamotteanteil ist, umso höher lässt sich die Masse brennen. Und je stärker oder höher die Masse versintert, umso bräunlicher wird das Rot. Der Brennbereich der roten Massen liegt zwischen 1140 und 1240 Grad Celsius. Und unsere roten Massen sind aus dem Grund rot, weil sie von Natur aus eisenhaltig sind. Wir verwenden keine Farbkörperzusätze. Dann gibt es die Gruppe der schwarzen Massen. Und die schwarzen Massen gibt es nur schamottiert. Sie haben einen Brennbereich zwischen 1120 und 1240 Grad Celsius. Und diese Massen werden einmal durch Oxide gefärbt. Oxide sind Sauerstoffverbindungen bestimmter Metalle, also Eisen oder Mangan. Oder sie werden durch Farbkörper eingefärbt. Und die Farbkörper sind hitzebeständige Pigmente. Und dann gibt es noch eine Vielzahl andersfarbiger Massen bei uns. Dazu gehören Lachs, Fliedergelb, Gelb und unsere lederfarbenen Massen. Und es gibt auch noch eine Gruppe, die nennt sich Weiß-Hell. Und diese Gruppe ist so zahlreich und unterschiedlich, dass die in einem gesonderten Vortrag Ihnen vorgestellt wird. Und die andersfarbigen Massen, die ich eben schon aufgeführt habe, werden oftmals aus optischen Gründen verwendet, weil sie so schön in ihrer Farbe gebrannt sind, dass man keine Glasur zur Dekoration braucht. Wir vertiefen jetzt unsere Gruppe der roten Massen. Wir haben einmal eine sehr schöne unschamottierte rote Masse, das ist die 311. Das ist eine Drehmasse. Und dann gibt es die Gruppe der 25-prozentigen schamottehaltigen Massen mit aufsteigendem Schamotte-Konfraktion von 0,2 über 0,5 bis 1 Millimeter. Die werden für kleine und mittelgroße Arbeiten verwendet. Und dann haben wir noch unsere Gruppe der hochschamottierten Massen, auch mit steigender Konfraktion. Dort mit diesen Massen werden große Objekte aufgebaut. Und man sieht hier sehr schön den Temperaturbereich, wie ich das eben schon gesagt habe. Unsere hochschamottierte Masse 551 ist auch gleichzeitig eine Neuentwicklung. Sie enthält 40% Schamotte 0 bis 0,2 mm und ist brennbar bis 1240 Grad Celsius. Und unsere unschamottierte Drehmasse, die 311, ist brennbar bis 1140. Das heißt also in einem niedrigeren Temperaturbereich einsetzbar. Nun kommen wir zu unseren schwarzen Massen. Da gibt es, wie eben schon gesagt, zwei Gruppen. Einmal die mit Oxiden eingefärbten schwarzen Massen. Die haben eine Farbrichtung von braun nach schwarz. Wir haben sie in unterschiedlicher Schamottierung von 25 bis 40% und mit unterschiedlichen Konfraktionen an Schamotte. Das sind also unsere Aufbaumassen, wobei die mit der niedrigsten Konfraktion, die 356, auch als gute Drehmasse eingesetzt werden kann. Und dann gibt es noch die Gruppe, die mit Farbkörpern eingefärbt worden ist. Das ist eine Farbrichtung von Anthrazit nach Schwarz. Und wir haben da wieder eine schöne Drehmasse, das ist die 371 und dann eine Aufbaumasse, die 373. Und man sieht hier auch den Brennbereich. Die mit Farbkörpern eingefärbten Massen und die 376 gehen bis 1240 und die anderen drei Massen
die gehen bis 11:20. Das sind jetzt unsere andersfarbigen Massen. Da ist zu nennen unsere lachsfarbenen Massen. Einmal die 359, eine sehr schöne Drehmasse. Und dann die 584. Hierbei handelt es sich um eine Aufbaumasse für größere Objekte. Und die Farbe Lachs setzt sich zusammen aus einer Mischung aus Weiß und Rot. Und das ergibt dann den typischen Terrakotta-Farbton, der auch ohne Glasur sehr dekorativ wirkt. Und je höher die Brenntemperatur, desto dunkler wird der Scherben. Dann haben wir noch unsere gelben und lederfarbenen Massen. Da ist zu nennen die 395 als gelbe Masse. Und sie hat einen sehr schönen hellen gelben Farbton bei 1100 Grad Celsius und geht bis 1200 Grad insgesamt. Unsere Spotmasse ist lederfarben und nennt sich 933. Sie kann auch gut zum Drehen eingesetzt werden. Und die gleiche Farbe erreicht man mit der Masse 931, das ist auch 391, das ist auch eine Neuentwicklung von uns. Sie enthält keine Spots, hat aber dieselbe lederfarbene dekorative Form wie die 933. Und dann gibt es noch die Gruppe der fliedergelben Farben. Dazu gehört die 591, das ist wieder eine schöne Drehmasse mit einem niedrigen Schamotteanteil und einer niedrigen Schamottefraktion. Und unsere beiden Aufbaumassen mit 40% Schamotte und steigender Schamottefraktion werden für große Objekte verwendet und man kann sie bis 1300 Grad brennen. Jetzt kommen noch drei Anwendungsbereiche für unsere farbigen Massen. Die werden einmal eingesetzt in der Geschirrkeramik. Und da kann in der Geschirrkeramik sollte der Scherben nach dem Endbrand dicht gebrannt sein. Das heißt, die Wasseraufnahme sollte kleiner 2% betragen. Und dafür können aus allen Farbbereichen die Massen eingesetzt werden, die eine Schamottefraktion von 0 bis 0,2 mm besitzen. Im Bereich der Gartenkeramik und der Baukeramik werden größere Objekte bevorzugt. Und aus diesem Grund nimmt man dann die hochprozentigen schamottehaltigen Massen, also mit 40% Schamotte. Und da ist auch jeder Farbbereich enthalten. Und aufgrund des hohen Schamotteanteils halten diese großen Objekte auch gut Frost-Tau-Wechsel im Außenbereich aus. Und in der Zierkeramik können Sie alle bisher aufgeführten Massen einsetzen. Hier, das sind jetzt Farbbeispiele von unseren und Arbeitsbeispiele von unseren Kunden, was sie mit unseren Massen hergestellt haben. Man sieht oben, dieser Blumentopf ist aus unserer roten Masse, der 542, gefertigt. Hier unten diese Spirale ist ebenfalls aus unserer roten Masse gefertigt und anschließend glasiert. Hier diese beiden Trinkbecher sind mit unserer lachsfarbenen Masse hergestellt worden und anschließend glasiert. Und die Hühner sind mit unserer lachsfarbenen Masse mit 40% Schamotte 0 bis 1 mm gemacht worden. Sehr schön ist auch diese Pflanzschale. Sie ist hergestellt worden aus drei Massen von uns. Einmal aus unserer schwarzen Masse, aus unserer lachsfarbenen Masse und aus unserer roten Masse. Und da diese Massen die gleichen Schwindungswerte besitzen, kann man sie auch gerne zusammen und gut zusammen verarbeiten. Die Bilder mit den Armbändern hier, die Armbänder sind gefertigt aus unserer schwarzen Masse und die blauen Teile, das ist eine weiße Masse von uns, eingefärbt mit Pigmenten. Jetzt kommt nochmal ein Farbvergleich unserer Massen und zwar wie die einzelnen Massengruppen über der Temperatur sich entwickeln. Hier sind alle unsere roten Massen aufgeführt. Und man sieht sehr schön, mit steigender Temperatur wird der Scherben auch dunkler. Und was man auch sieht, ist, dass die Masse 311 nur bis 1140 Grad brennbar ist. Und hier ist die 551, die ich Ihnen eben schon vorgestellt habe. Sie geht bis 1240 Grad Celsius. Das hier sind unsere farbigen Massen über der Temperatur. Da sieht man zunächst die braun-schwarzen Massen und hier auch. Das sind die mit Oxid eingefärbten Massen
Und das hier sind die Massen, die mit Farbkörper eingefärbt worden sind. Das ist ein kühlerer Farbton, der geht von Grau nach Anthrazit zu Schwarz. Und hier oben bei unserer Aufbaumasse ebenfalls. Und hier ist nochmal ein Überblick über unsere insgesamten farbigen Massen. Hier sind zu nennen unsere lachsfarbigen Massen. Und hier oben, das ist die grob schamottierte lachsfarbige Masse. Die werden mit zunehmender Temperatur etwas dunkler. Hier unten ist unsere gelbe Masse, die 395. Und hier sind unsere fliederfarbenen Massen. Man sieht hier sehr schön, dass bei niedrigen Temperaturen es zu einem leichten Fliederrot kommt, was bei steigender Temperatur mehr in den gelblichen Bereich übergeht. Und diese beiden Massen sind hoch schamottiert und können bis 1300 Grad gebrannt werden. Nicht zu vergessen, das ist unsere Spotmasse, die lederfarbene 933. Und hier sieht man sehr schön, dass bei 1200 Grad die Spots zum Vorschein kommen und auch durch die Glasur durchscheinen können. Und unsere Neuentwicklung, die 391, hat dieselbe Farbrichtung, nur halt eben ohne Spots. So, jetzt bin ich am Ende meines Vortrages. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich Ihre Neugierde an unseren farbigen keramischen Massen wecken konnte und bin jetzt gespannt auf eure Fragen.